Jo, Hallöchen. Wir sind hier bei Final Fantasy 15. Irgendwo mittendrin. Weil, ja, warum halt. Jetzt müsste der Stream nur noch irgendwann anspringen. Wann? Und zwar genau jetzt. Na gut, das Delay geht eigentlich. Kann man nehmen. So, ich muss mir das mal angucken, wie das Ganze aussieht. Dann geht's auch gleich los. Dann müsste das hier auf YouTube auch losgehen. Jawohl. Twitch ist an. YouTube ist an. Läuft. Soweit. Was ist denn jetzt kaputt? Oh, sorry Leute, ich kann gerade nichts machen. YouTube spackt rum, aber total. Alter, hallo. Alter, was ist denn jetzt kaputt? Oh, Alter. Fickt euch. Ey, YouTube, jetzt mal ohne Mist. Ob sie es irgendwann mal hinkriegen. Alter! Ey. Sorry, Leute. Es tut mir echt leid. Ich kann es echt nicht ändern. Ich komme nicht auf den Bildschirm. Ich kann es nicht pausieren. Es geht nicht. Wow, jetzt haben sie es endlich hingekriegt. Ich gehe krank. So. Juti. Wo ist mein Chat? Mein Chat ist hier. Ihr seht ihn nicht, aber ich sehe ihn. Das muss reichen. Ne? So. Ja, ich stream über WeStream, sprich ich stream auf Twitch, YouTube und Hitbox. Und yo, wir wollen mal gucken. Was muss ich denn überhaupt machen? Nicht hier, sondern da. Aufgaben. Mit Ufern ist das mein Dings. Panzerknacker. Och, der schon wieder, ich geh krachen, ey. Der und seine blöden Marken, ey. Ohne Mist. Oder, was will der haben? Der Taurus-Panzer, so. Zurück zu den Wurzeln. Der will auch irgendeinen Rotz. Hier, das geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich kann es mir nicht erklären. Ja. Das ist halt irgendwie doof. Aber nun gut. So. Ah, Moment. Jetzt kann man was verschieben. So. Was, das kriege ich irgendwie auch nicht hin, mit den komischen Fröschen zu finden. Oh. Da war ich schon drinne. Habe ich ein blödes Teil gesucht. Irgendwann war ich auch drin. Beziehungsweise habe es dann irgendwann gefunden. Aber ich komme hier nicht weiter, wegen Stufe 45 und so. Also machen wir hier weiter. Wie sieht es hier aus? 42. 32. Was bringt denn das? Ausweichen. Auch immer. So. Füll den Kommandobalken auf. Das wäre natürlich geil.
Sprich, wenn ich Schaden erleite, kann ich dann direkt Kommando X machen. Das wäre natürlich geil, aber... Aber gut, ich lasse das erstmal wie es ist. Und X war das, okay. Automatisch. Aufgabe. 9 Uhr. Was ist das? Ja, da war ich ja. Ich trau mich da jetzt nicht nochmal rein. Aber ohne Mist, das ist echt so eine Sackgasse und da sind so viele Arschlöcher auf Deutsch gesagt. So, wir fliegen da jetzt hin. Schon das erfahren. Das mit dem Fliegen habe ich noch nicht so. Weil. Ich habe die Teile nicht. Das ist mein Problem. Wenn noch das EP Maximum 0 erreicht. Du kannst das Spiel dann beim letzten... Ja, ist klar. Schon klar. So. Aber ich stream unheimlich selten mit der Elgato, weil ich mach das... Ich weiß nicht, ich stream lieber über die Plays selber, weil ich es irgendwie cooler finde. Keine Ahnung warum, ist halt so. Weil auch angenehmer. Ja, irgendwie schon. Weil zum einen habe ich den Chat dann mit drin. Gut, könnte ich über Elgato auch, aber das macht mein Rechner nicht mit. Und zum anderen kocht Iris uns was. Brauche ich mir kein Headset aufsetzen. Meine Kochkünste sind dir wohl nicht gut genug. Ja. Nein, so war das nicht gemeint. Aber Iris kocht mit Liebe. Stimmt, ich muss ja dahin, aber irgendwie konnte ich nicht weitermachen. Da muss ich jetzt nochmal gucken, warum ich da jetzt nicht weiterkam. Weil diese Hüpfanimation, die ist schon ein bisschen... Ne? Wisst ihr Bescheid. So, haben wir denn irgendjemanden im Chat? Oder nicht? Doch. Rotznase ist, ich weiß nicht, wo du bist, aber irgendwo bist du. Leute, ich will ein Foto mit Leuchtturm. Das sieht so schön nach Urlaub aus. Ja gut, dann mach mal ein Foto, Digga. Gut, aber ohne Sandalen. Klar, wie der König befiehlt. Also ich sehe nur, dass Rotznase da ist, aber ich glaube von Twitch. Ja, ist Twitch. Okay, wir wollen ein Foto machen. Wieder. Ich finde diese einzigartigen Fotos finde ich echt so geil. Ich weiß nicht, das ist irgendwie was anderes. So, hier gehen wir jetzt hin und machen jetzt ein Foto hier. So. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Achtung, Aufnahme! Okay. Yay. Yeah. Ich finde das so cool. Hä? Sind wir zu fünft? Was ist denn jetzt kaputt? Wo ist denn? Die ist doch gar nicht mehr bei uns. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Egal. War auf jeden Fall ein cooles Foto. So, wo wollten wir hin? Wir wollten da hin. Guck, wir sind nur 4. Aber 5, die steht ja hier oben, die Olle. Ach nee. Ach, siehst du, hier war ich noch mal. Hi. Digga. Mein Kreuz bringt mich noch um. Ich würde zum Arzt gehen damit. Möchtest du mit dem Boot nach Tisia fahren? Ja, komm mal rein. Ah, wieder Post von der Ollen.
Warte in Artesia. Oh, die wartet auf uns. Ich bin... Oh, sorry. Ja, Internet halt. Ja. Ich bin... Das wollte ich doch... Ich war zu langsam. Das ist das Doofe am Stream. Können wir entweder dahin gucken oder dahin gucken. Ja, nicht beides. Aber ja, Internet. Ja. So ist das mit dem Internet. So. Aber wenn du Internetprobleme hast mit Stream gucken und so, dann guck lieber über YouTube den Stream. Da kannst du die Qualität immer noch runterschrauben. Glaube ich zumindest. Meine ich zu wissen, dass das so war. Warte, ich guck mal, ob das so ging. Ja, Qualität, sag ich doch. Kannst du also auf 360p beispielsweise runterschrauben. Ja, wieder mein Bild hier kriegen. Moment. Ja, wenn du skypen kannst, dann gerne. Prinz Noctis, der General ist übrigens auch gerade hier. Wer quatscht hier mit mir? Ist doch gar keiner. Ja, naja, können wir gerne skypen. Kein Thema. Ach hier, die Olle. Den Regalia nehmt ihr mit nach Altissia, oder? Noct, das Boot ist startklar. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich möchte dir noch etwas sagen. In einer Stunde. Und zwar? Lieber anderthalb. Vergib mir, dass ich Reges nicht beschützt habe. Ich habe das Volk evakuiert. Ich hätte... Also so gegen 9 sein sollen. Nicht mal Chor hätte verhindern können, was passiert ist. Natürlich. Das weiß ich doch. Eine Sache. Vergiss nie die Jungs an deiner Seite. Niemals. Du musst immer ehrlich zu deinen Freunden sein. Darfst ihnen nie etwas vormachen, glaub mir. Immer ehrlich sein zu deinen Freunden, genau. Ich kenn das. Regis wusste genau, warum er dich mit den dreien losgeschickt hat. Oh, ich mag das Spiel, das ist so... Vertraue es. Immer. Gib mir Facebook auf den Sack. So. Verlass dich nicht nur auf deine Waffen. Für manche Strategien musst du deine Magie einsetzen. Sie ist ein mächtiges Mittel zum Sieg. Doch pass auf, dass du deine Gefährten nicht versehentlich verletzt. Du bist auch König der Weisheit, oder was? Sie ist ein mächtiges Mittel zum Sieg. Doch pass auf, dass du deine Gefährten nicht versehentlich verletzt. Ja, du... Meister der Weisheiten. So, jetzt Boot fahren. Das nenne ich mal ein Boot, Alter. Das nenne ich ein Boot. Worauf wartet ihr? An Bord, ihr Landratten. Alter, ein Deile. Wartet! Was gibt's? Bitte, komm bald wieder! Du bist doch König! Klar! Verlass dich drauf! Ich bin doch eigentlich nur Prinz, irgendwie. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Er ist doch Prinz Noctis und nicht König.
Keine Ahnung. Jo, wurscht. So. Okay. Okay. Talentstufe. Neuer Filter. Da muss ich doch mal gucken. So, nehmen wir wieder neue Bilder. So, wir fangen hinten an. Langweilig. Langweilig. Blöd geschossen. Das ist cool. Das ist definitiv cool. Oh. Ja. Noctis beim Lesen. Scheiß Filter. Okay. Boah, Facebook, geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Kapitel 9 von, ich weiß nicht, wie viel gibt's denn eigentlich? 15? 16? 14? 2? 1? Nee, Quatsch. Ich hab keine Ahnung. Und Ladebalken der Vergeltung. Könnte noch eine Weile dauern, bis wir mal wieder im Spiel sind. Oh Mann, ey. Bin hier mal gespannt, ob ich nicht, das heißt ich, das Spiel nicht zu laut ist, weil noch waren wir in keinem Kampf. Weil sonst habe ich immer direkt über die Playse gestreamt. Da gleicht sich das immer aus. Aber hier übers Elgato, muss ich mal, keine Ahnung. Was ist, wird schon jemand meckern. Ja, sei Jurel. Was findet ihr? Kann man das essen? Wie bedauerlich, dass wir sie nicht als Braut sehen werden. Andererseits sind wir ja nicht zum Feiern hier, sondern zum Götterjagen. Man hat's nicht leicht als Oberkommandant, was? Danke fürs Mitleid. Nun, ein Seiteneinsteiger aus Tenebrae hat in der Armee sicher einen schweren Stand. Du hast mit Luna Freya gesprochen? Nein. Es hat noch nie jemandem gut getan, mich hintergehen zu wollen. Als ihr großer Bruder würdest du die Seeschlange am liebsten sofort töten, was? Ich kenne den Preis der Pakte. Muss ja nicht. Jetzt auch per App. Also Twitch-App oder auch YouTube-App. Kannst du auch gucken, also. Können wir Boot fahren? Ey, guck mal, wie geil ist das denn? Mal eine Reise auf dem Boot machen? Wenn man in Insomnia lebt, hat man ja auch einfach keine Gelegenheit dazu. Das sieht aus, als würde der Horizont ein Ende nehmen. Toll, dieses Gefühl von Freiheit. Es dauert eine Weile, bis wir in Altissia sind. Wir können die Überfahrt in vollen Zügen genießen. Wer fährt hier? Nicht mehr lang. Aber das ist fremden cool. Ufern. Altissia, die Stadt der Kanäle und Brücken. Endlich da, wo wir von Anfang an hin wollten. Was für eine Odyssee. Am Ziel sind wir aber noch nicht. Bei Leviathan, meinst du? Bin mal gespannt, wie die Wassergöttin so drauf ist. Sehr aufbrausend, wenn man den Legenden Glauben schenkt. Hin müssen wir so oder so. Schließlich können wir Luna nicht die ganze Arbeit alleine machen lassen. Freust dich sicher schon, sie wiederzusehen, oder? Luna? Ja. Klar. Muss doch wissen, ob's ihr gut geht. Ja, das hat oberste Priorität. Wenn nur die imperiale Besetzung nicht wäre. Also ich kann es auch überspringen, aber möchte ich gerade nicht. Zu Recht, Niflheim will schließlich den Ring. Und wie ich unsere Feinde kenne, ist ihnen nicht einmal das Amt der Kanagi heilig. Ohne den Ring ist der Kristall nämlich völlig immer geladen. Verstehe. Keine Ahnung. Das liegt an Twitch. Bei Twitch kannst du die Qualität nicht runterdrehen. König Regis muss ihn ihr vor seinem Tod. Was du aber bei YouTube wiederum machen kannst. Damit sie ihn sicher nach Altissia bringt. Zu Nacht. Das ist das. Von dieser Bürde will ich sie befreien. Bis dahin kann Leviathan warten. Wo wir gerade beim Thema sind. Der imperiale Oberkommandant. Ja? Erinnert ihr euch an seine Armprothese? Ja, vergesse ich nicht so schnell. Und mich überspringen, das ist doch. Weil das sind noch 2 Kilometer gewesen. Das hat ja bestimmt noch, weiß ich nicht, 5 Minuten oder so. Oder wenn ich sogar länger gedauert. Ja, gut, jetzt haben wir wieder einen Ladebalken der Vergeltung. Klasse. Oder auch nicht.
Eine Erklärung zu den Hintergründen der Erweckung Leviathans will die Kanagi laut Regierung während ihrer Ansprache abgeben. Bin auf Empfang! Prinzessin Lunafreya von Tenebrae, die zwischenzeitlich schon für tot erklärt wurde, geil gerade. Wird das erste Mal seit dem gescheiterten Friedensabkommen wieder in ihre Funktion als Kanagi auftreten. Ist das gerade geil. Eine Ansprache von Luna? Sieht so aus. Oh, endlich mal eine gute Nachricht. Das nenne ich mal eine geile Einfahrt. Leck mich doch am Arsch. Alter. Komm mal, wo du mal. Hey, ihr da! Den Passierschein! Passierschein? Keine Angst, ich regel das. Hier. Ganz schön alt. Egal. Yep. Weiterfahren! Den hast du beantragt? Nee, ist ein Andenken an die Reise mit Regis. Das ist in der Tat ganz schön alt. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Sehr beruhigend. Geiler Shit, Alter. Richtig geil. Also im Auto kommst du hier nicht rein. Definitiv nicht. Ganz schön eng, Kollege. Boah, sieht das geil aus. Leck mich am Arsch. Boah, ich flash gar. Ich feier das gerade. Es gibt auch noch Einreisekontrollen? Der Passierschein allein reicht nicht aus? Muss ich hier irgendwie... Stehen bleiben! Weshalb reißen Sie ein? Darum, weil ich möchte. Ignis, Hilfe! Wenn's sein muss. Wir möchten in Accordo trophologische Studien betreiben. Ihre Küche wird schließlich in ganz Eos gerühmt. Oh, na, wenn das so ist, dann wünsche ich gutes Gelingen. Du bist mir was schuldig. Klasse. Sehen wir uns den Laden mal an? Klar, mal gucken. Man sieht sich bei Margot. Vielleicht schaffen wir es ja auf einen Tee. Dann beeilen wir uns besser. Hallo, Zeblo V oder 5? Wir suchen also den Kerl von dem Foto. Ein alter Freund des Königs. Hast du ihn mal getroffen, Nott? Nein. Wir sind da. Ja, ich bin schon ziemlich weit, nur mal so nebenbei. Was heißt weit? Ich bin jetzt, was war das, Kapitel 9? Das hier ist wirklich wunderschön. Oder so? Diese Grachten. Bin mit so einem geilen Boot getuckert. Nimmst du dir kein Hotel? Diese piekfeinen Läden sind nichts für mich. Und Verpflegung? Für wie senil hältst du mich? Kochen krieg ich gerade noch hin. Außerdem bringt Wesker mir sicher ein Tröpfchen vorbei. Kochen kriegt er noch hin. Naja, ich hab meinen eigenen Koch. Ein Essen. Eigentlich der perfekte Ort für ein Date. Du, hast du gehört? Die Ausstellung von Lunafreyas Kleid ist verlängert worden. Wie? Das Hochzeitskleid von Vivian Westwood? Aber zum Trauern besteht doch kein Grund mehr. Zum Feiern aber schon. Schließlich lebt die Kanagi noch. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Meint ihr, es geht um das Kleid aus dem Zeitungsartikel? Vermutlich. Der Name der Designerin war derselbe. Gehen wir hin? Willst du das dem armen Noct wirklich antun? Die Hochzeit wurde schließlich abgeblasen. Naja, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder? Wer weiß. Stimmt. Vielleicht kommen wir unterwegs hier dran vorbei. Alles hier ist wirklich wunderschön.
Diese Grachten. Ladengeschäft finden, warte mal. Falsche Taste. Aufgaben. Da. Zack. So. Blöde Geschäft auch noch finden. Wo könnte das sein? Das ist wieder so eine kleine Nebenquest. Weiß ich, diese Nebenquests, die sind. Schönen guten Tag. Sehen Sie sich ruhig um. Was denn Feines? Was hast du denn Feines? Wenn ich auf die Schmerzen verzichten kann, so ein Robo. Und dahin. Die schon gerne. Ja, voll 3000. Die Prothese soll über. What the Kräfte fuck? Also diese Niflheimer Technologie. Da hab ich ja fast kein Geld mehr dann. Titanreif. Armreif. Heute schlage ich richtig zu. Hier gibt's eine Karte. Hab mächtig Kohldampf. Soll ich mir die Karte holen oder nicht? Ist immer so eine Sache. Eine Karre, die ein. Die Wahl des eigenen Schicksals ermöglicht. What? Ich hab das Gefühl, dass mich meine Kollegen. Hört die Willenskraft. Zerbrich dir nicht den Kopf. Heb lieber einen. Gut, bitte. Ja, jetzt bin ich arm. Jetzt habe ich nur noch 900. Alter, sowas können wir denn mal verkaufen, was wir nicht mehr bräuchten. Hier den ganzen Käse. Weiß nie, ob man es braucht. Ich weiß aber bei. Ich weiß nicht, welches Final Fantasy das war. Ich glaube 13 war das. Oder 13.2. Da war dann irgendwann ein Inventar voll. Das ist hier nicht mehr der Fall. Das ganze Horten hier. Was habe ich denn mehrere Sachen? Was für ein Essen! Hier. Eigentlich der perfekte. Drei Stück wegrotzen. Gut, bitte. Ist wunderschön. Ja komm, eins können wir wegrotzen. Hab mächtig Kohldampf. So, hier. Das brauche ich später noch. Sechs Stück, fünf weg dann. Ich hab das Gefühl. Bringt alles Knete. Ich meine Kollegen überhaupt nicht ausstehen können. Drachenzahn, den nehme ich mir auf. Ja, weiß ja nie, ne? Lieber einen Imago, das hilft. Ja, das mache ich. 32. What the fuck? Jetzt machen wir so viel weg. So, zack. Alles Knete und das nicht gerade wenig. Die Silbermünzen, die bringen mir an sich gar nichts. Die kann ich nur verkaufen. Ich bin so froh, dass die Karte hier. Aber echt, so ein Segen. Kann ich auch wegkloppen. Wo sollen wir über. Oh, so langsam steigt die Ehe. Das bringt ja mal 25. Dann ist es eh Arschluss. Ich glaube, das war's soweit. Gibt es schon wieder Münzen. Zack. Ich glaube, das war's. Was für ein Essen. Das Essen, das sind die Accessoires, das sind die Waffen. Ja, ja, das die Tränke. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Heute schlage ich richtig zu. So, wo ist dieser Laden? Hier alles so düster irgendwie. Wir brauchen noch ein Zimmer für heute. Ist hier auch Sonne oder sowas? Hui! Ah. Via Paserna. Okay. So rennen kann ich hier nicht. Hier kann ich wieder einkaufen. Ich muss noch einkaufen. Oh, hallo! Marmor. Na komm, wir haben's ja. Vielen lieben Dank. Wir haben's ja, ne? Lass uns eine Gondelfahrt machen. So, fürs Au 10.000. What the fuck? Alter. Diese Grachten. So, ich muss gerade mal die Chats hier kontrollieren.
sehe nichts. Cool. Moment, sorry. Okay, alles läuft. So, jetzt mal gucken hier. Das ist aber echt schweineteuer hier. Was gibt's hier? Ein wunderschöner Sticker. Was ist denn hier ein Sticker? Karfunkel. Ein Design. Das sind wieder coole Designs. 10.000. Ach komm, scheiß drauf. Nach dem Motto, ich hab's ja. Schon wieder im Mago? So, wir holen uns hier wieder. Aber zum Spaß, Supertränke haben wir noch 10, hier haben wir 25. Super Elixier bräuchten wir so ein paar. Mal 4 Stück mit. Und schon wieder ist unser Geld leer. Bis bald! Alter, wie schnell das Geld hier leer geht, ey. Das ist übel. Wo finden wir jetzt diesen komischen Laden? Okay, hier geht's. Schon immer von einer romantischen Gondelfahrt geträumt? Entdecken Sie die Stadt, wie sie entdeckt werden will. Okay. Bei einer gemütlichen Gondelfahrt durch die malerischen Kanäle. Nacht, ich will eine Gondelfahrt machen. Ja, ich auch. Ah, hier. Wir machen jetzt eine Gondelfahrt. So. Das ist irgendwie cool. Schwimmender Markt. Und da fahren wir mal hin. Mal gucken. Willkommen in Venedig. Nee, Quatsch. Alter, das ist ja eine Riesengondel, Alter. Es ist dunkel hier, so düster irgendwie. Ich glaube, dunkel, ne? Scheint so. So, was sagt der Chat? Der sagt jetzt selber wie vor 10 Minuten. Macht aber nichts. So. Das ist ja richtig cool. Das gefällt mir irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, ab und zu mache ich mal ein paar Fotos. Was brauche ich denn? Cool. Pass auf, stoß nicht in den Kopf. Egal, wir überspringen das jetzt. Jetzt dauert das noch länger hier. So, Talente, Angeln. Ach, stimmt, Angeln kann ich auch mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Angeln könnte ich auch mal wieder. Aufgabe ab. Wie jetzt? Willkommen in Accordo, Jungs. Sid erwähnte, dass ihr kommen würdet. Veskem Arma, zu euren Diensten. Der kleine Prinz ist groß. Worden. Du erinnerst dich nicht? Ja, warst ja damals noch ein Baby. Veskem. Wie gefällt euch denn euer erster Besuch in Altissia? Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich sie gerne. Dieses Land gehört zu Niflheim, nicht wahr? Kein Grund, in den Untergrund zu gehen. Allerdings gehen die Imperialen hier frei ein und aus. Der Preis dafür, dass wir unsere Regierung behalten durften. Ein hoher Preis.
Ein angenehmer Zustand ist es nicht. Alles, was wir tun, muss von Niflheim abgesegnet werden. Theoretisch müsste das auch für die Ansprache der Kanagi gelten, die ja anscheinend wieder von den Toten auferstanden ist. Und jetzt? Also. Luna. Stimmt das mit der Ansprache der Kanagi wirklich? Scheint so. Im Radio berichten sie ständig davon. Wo befindet sich die Kanagi? Vermutlich ist sie bereits in der Stadt. Allerdings hat sie noch keiner gesehen. Die Medien halten sich ebenfalls bedeckt. Höchstwahrscheinlich auf Drängen unserer Regierung. Außerdem hieß es, eine Delegation der Niffen wäre mit langen Gesichtern wieder abgezogen. Sind die Niffen mit Militär präsent? Präsenter als mir lieb ist. Aber die meisten Bewohner haben sich an den Anblick gewöhnt. Vor kurzem war sogar der Oberkommandant hier. Gab ein großes Hallo. Ravus? Nach all dem, was in Luzis passiert ist, war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis er auch hier aufkreuzt. Das Imperium begnügt sich nicht mit irdischer Herrschaft. Es greift auch nach den Sternen. Interessant. Gibt's was Neues zu Leviathan? Die See ist ruhig. Trotzdem plant die Regierung angeblich eine Öffnung des Altars. Für den Ritus, oder was? Auf der anderen Seite werden für die Bevölkerung massenhaft Nahrungsmittel und Hilfsgüter gebunkert. Man scheint davon auszugehen, dass die Göttin Zerstörung hinterlässt. Die Frage ist, warum soll der Ritus dann zugelassen werden? Gut. Wenn etwas ansteht, seid ihr hier jederzeit willkommen. Danke. Gut zu wissen. Auch so rein. Werte Camellia, lang ist es her. Ich habe von ihrem hohen Besuch gehört. Sieh an. Was? Meine Herren, machen wir es kurz. Mein Name ist Camellia Claustra. Premierministerin des Protektorats Accordo. Des Protektorats, das momentan die Kanagi in seiner Gewalt hat. Dass Niflheim großes Interesse an ihr zeigt, versteht sich von selbst. Was? Aber einfach so geben wir sie natürlich nicht her. Und vielleicht macht uns der König ja ein besseres Angebot. Ihr findet mich in meiner Residenz. Entschuldigt die Störung. Haus da rein. Lasst euch nicht täuschen. Unter der harten Schale steckt ein weicher Kern. Ist das so? Sicherlich seid ihr erschöpft von der langen Reise. Ich schlage vor, dass ihr euch in der Stadt ein Zimmer sucht. Die Idee könnte von mir stammen. Gehen wir was Leckeres essen. Ich suche immer noch den komischen Laden. Aufgaben. Den Laden. Wo kann das sein? Es wird gegenwärtig im Schaufenster. Ja, toll. Wo ist das Geschäft? Schon wieder im Mago? Sie scheint sich gut mit dem Besitzer zu verstehen. Aber zum Spaß war sie sicher nicht dort. Gab sicher einen Grund für ihren Besuch. Mal fragen. Tu, was du für richtig hältst, aber fass deine Schlüsse mit Bedacht. Es sollen schließlich nicht deine letzten werden. Wenn es Probleme gibt, wisst ihr, wo ihr mich findet. Ja. Lass uns eine Gondelfahrt machen. Was für ein schönes. Abo. Gibt's irgendwie was zu fressen? Lass uns einen Happen essen. Ja, ich würde auch gerne was essen. Irgendwie. Ich muss noch einkaufen. Jo. So. Kann ich was lesen? Kurz mal in den Lab.
ist wieder sowas. Hi. Altissia, die Vorbereitungen zur Öffnung des Altars der Wassergöttin. Ah, okay, das ist vom Radio. Hallo, wohin soll's denn gehen? Ja, wir müssen noch woanders hin. Definitiv. Das ist das Hotel. Also dann! Weg. Mittendrin. Bis zum nächsten Mal! Mittendrin. Irgendwo da. So, ich seh dir gar nicht. Ich bin ja doof. Bringen. Sonst dauert er wieder viel zu lang. Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen! Ja, mal gucken. So, jetzt muss ich einmal gucken, wo ich bin. Ich bin da. Und irgendwie eins. Das ist irgendwie komisch. Ich mach mal einfach mal einen Punkt so dahin. Ich weiß, was los ist. Cool, Flipper. Kann. So einen Robo-Arm hätte ich irgendwie schon gerne. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Flipper-Spiel. Die Prothese soll über besondere Kräfte verfügen. Alter, die Musik dazu. Wie geil. Start. Okay. Ach du Scheiße. Wie geht das? Ah. Wie geil ist das denn? Flatsch, 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 yeah! Alter, was ist das? Alter. Das ist cool. Das hat was. Das ist irgendwie cool. Flatsch, 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 gibt auf die mit. Irgendwie anders. Weiß ich. Wow! Yeah! Stage clear! Das hört irgendwie nicht auf.
Oh, das ist ja fies. Moment. Bam. Bam. Au. Cool, ich hab gewonnen. Oder? Mal die Ecke hier. Stage clear. Wahrscheinlich wieder. Okay. Das wird etwas schwieriger. Halt. HP ab. Will ich den? Hier. Alter. Das ist gar nicht so einfach. Ohne Mist. Hallo. Oh, diesmal habe ich nichts gewonnen. Na? Na. Och Mann. Jawohl! Boah! Alter, das ist irgendwie cool! Das gefällt mir! Alter! Gar kein Ende dort. Voll. Stage clear. Wie lange geht das noch? Er kommt nicht gut. Sieht's aus. Wollen wir im Kolosseum etwas wetten gehen? Zocker! Was war das für eine Trophäe? Jetzt bin ich mal gucken. Zum ersten Mal Justice Monster gespielt. Okay. Juli. Oh, gab ein Elixier. Cool. Was hast du? Nichts. Strand. Was für ein Essen. Eigentlich der Perfekt. Nanu, euch habe ich hier noch nie gesehen. Mein Name ist Alessio. Ich sammle seltene Münzen. Leider fehlt mir die Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Im Tausch für eine Gedenkmünze überlasse ich dir gerne etwas von gleichem Wert. Aha. Ja, aber... Wappen. Hm, das könnte ich dir dafür geben. Gegenstände erwerben, Kosten. Kriegen wir erstmal 4. Was verdienen damit? Ich will deinen Scheiß nicht. Du bist doof. Immer fleißig sammeln. Ich habe tolle Sachen zum Tauschen. Du hast Rotz, hast du. Hier lang. Da, ah, hier geht's hoch. So.
Lass uns gleich ins Kolosseum gehen. Das ist echt wie Venedig, ja, allein schon die Musik, ne? Echt cool. Hui. Ja, schön. Aber wo gibt's hier Schaufenster? Ich muss noch nicht eins gesehen. So. Geht's hier zu Westwood? Ja, auf der Straße zur Residenz. Es kann nicht mehr weit sein. Okay, hier ist mein Marco. Oh, Nacht. Sieh mal hier. Was gibt's? Ja. Okay. Unglaublich, wie friedlich es hier zugeht. Da ist dann das Hotel, ne? Oder? Boah, Alter. Bin ich denn überhaupt? Da bin ich. Das ist irgendwie... Eins. Ich gehe trotzdem mal hier nach. Gügen. Kann ich hier runterhupsen? Nö. Diese Aranea ist wirklich beeindruckend. Wer hätte gedacht, dass sie uns mal helfen würde? Hauptsache, sie bleibt auch auf unserer Seite. Auf jeden Fall. Sie hat ein gutes Herz. Ist wieder hier der Anfang. War doch auch irgendwo eine Gasse nach oben, glaube ich. Nee, hier ging's schon mal rein. Echt lecker. Klavier? Oh, was? Wer? Via Mahusa. Ja. Bin ich hier gelandet in irgendeiner düsteren Gasse? Kann ich angeln? Ja, ich will jetzt nicht angeln. Machen wir später. So. Lass uns eine Gondelfahrt machen. Hotel? Was brauche ich denn? Hier. Alter, so viel zu lesen hier. Aber das lese ich später alles noch. Schädigt. So. Ach, tut gut, mal nicht töten zu müssen. Okay, dann müssen wir halt wieder. Was ist denn hier schon wieder? Okay. Ist immer irgendwas zum Lesen, immer irgendwas. Was sind denn das hier für komische Tröten? Keine Ahnung. Oder wollte ich denn hier hoch? Genau. Ach, das ist der Weg. Ach, ich verstehe. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. So viele Wege hier. Schon krass. Na, wie wär's mit einer Gondelfahrt? Hatten wir doch schon mal.
Aber egal. Okay. Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. Gondel mit Couch, Alter. Mit Sessel. Wie geil ist das denn? Oh Mann. Ja, komm, ist gut. Also dann, bis zum nächsten Mal. Reingauen. Altes Jahr ist wirklich wunderschön. Diese Grab? So. Okay. Hey, willst du dir das mal ansehen? Was denn? Würde mich gerne ausruhen. Was denn ansehen? Lass uns eine Gondelfahrt machen. Ansehen, Kollege. Kurz mal in den Laden? Hä? Wo übernachten wir heute? Verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Ach hier, die hat auch Tröten. Hallo auch! Oder der. Sind wir Mist? Bis demnächst! Hier geht's lang und da geht's lang und überall geht's irgendwo lang. Alter. Das ist eine riesen Map, ey. Ich hoffe, hier bleibe ich nicht ewig. Wie läuft's denn hier? Das ist wirklich sehr romantisch. Findet ihr nicht auch? Und dann bin ich nur mit Kerlen hier. Dafür sind wir drei davon. Da kann man nichts machen. Die Stadt ist wirklich sehr romantisch. Und dann bin ich nur mit Kerlen hier. Geil, Alter. Hallo? Wohin soll's denn gehen? Ich bin im Kreis gelaufen. Geil. Sieht aus wie eine Kaffeetasse. Ha. Ein Einkaufsladen. Hier ist noch was. Hier da. Nicht was rum. Läuft ja auch noch im Kreis hier. Hier gibt's gar nichts in diesem Viertel hier, wo ich jetzt gerade bin. Köstlicher Duft. Wir brauchen noch ein Zimmer für heute. Hier lang. Ich weiß noch nicht, wo ich lang gehe, aber ich gehe einfach irgendwo lang. Irgendwann komme ich auch irgendwo an, wenn ich irgendwo lang gehe. Iris ist immer noch so fürsorglich wie früher. Mensch, hier war ich. Ihr habt euch schon damals gut verstanden, nicht wahr? Ja. Am liebsten reden wir darüber, wie unzuverlässig der Prinz ist. Hä? Was soll das denn bitte heißen? Ich frage mich gerade, wo ich hier überhaupt hin muss. Nockt! Schau mal hier! Was gibt's? Wo ist er denn? Hm? Da ist er nicht. Da.
du? Was hast du für eine? Okay, das wird für das. Kurz in den Laden? Sonst ist hier aber auch nichts mehr, ne? Okay. Falsch. Aufgaben. Wie komme ich dahin? Verdammt. So, ich gehe jetzt mal erstmal dahin. Scheiß die Wand an. Ich muss wieder eine Gondel erstmal finden. Na, wie wär's mit einer Gondelfahrt? Wo wir gerade dabei sind, ne? Ob Aranea wohl einen Freund hat? An potenziellen Kandidaten mangelt es ihr in der Armee sicher nicht. Wieso? Bist du interessiert? Was? Nein, mein Herz schlägt nur für Sydney. Jetzt kann man meinen Bot hier gucken. Bot. Idiot. So, Moment. Jetzt. Ich geh gleich weiter. Aber ich glaube, das kann man auch so. Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. Ich muss grad mal in den scheiß Bot was gucken. Gleich geht's weiter. So, 1-2 Minuten maximal. C. Los. Gato. Hi. So. Ja. Oh, ist blöd, hey. Nee, ich runterhopsen. Was machst du, wenn dir hier deine Brille kaputt geht? Ich habe eine Ersatzbrille. Für den Notfall. Ha! Ignis beweist echte Weitsicht. Wortwörtlich. Ich hoffe, ich lade hier auch richtig. Sieht aber ganz gut aus. Yep. Kentiana? Wenn der erwählte König sich für Kommendes wappnen möchte, kann er die Zeit für ihn zurückdrehen. Aha.
Umbra besitzt die Fähigkeit, dich in Erinnerung zurückzuversetzen. Du hättest die Möglichkeit beim Übernachten. Die Gruppe behält ihre aktuellen Statuswerte. Jetzt lass uns schon endlich das Kleid ansehen. Muss erstmal checken, wo die Gondel hält. Ist doch nicht weit. Das können wir auch laufen. Scheint nah zu sein. Okay. Und jetzt? Statten wir Chamäleon einen Besuch ab? Als hätten wir eine große Wahl. Das Imperium hat Luna im Visier. Ein Kampf wird sich nicht vermeiden. Das muss also in der Nähe sein. Sehe ich auch so. Lass uns eine Gondelfahrt machen. Mal aus dem Weg. Ich bin so froh, dass die Katagi lebt. Getreuen vor Glück. Ja, sehr gut. Bam, bam. Dann müssen wir wieder hoch. Wir müssen Bäume da hoch. Weil alles so verwinkelt hier, weißt du? Wo gehe ich überhaupt hin? Also, eine Frage. Das Gipfel treffen. Das ist das. Warte mal. Nö. Schaufenster des Ladengeschäfts von Vivian Westwood. Was soll ich jetzt tun? Das muss hier unten sein, weil die Map ist ja abgebildet. Das muss einfach hier unten sein, aber die Frage ist natürlich, wo? Ne? Vivia Paserna. Hier kann ich nur einkaufen. Keine Schaufenster. Von Roboan hätte ich irgendwie schon gerne. Ja, ich auch ehrlich gesagt. Die Prothese soll über besondere Kräfte verfügen. Also diese Niefelheimer Technologie. Hier kannst du echt nur mit der Gondel fahren, ja. Das kannst du hier nicht. Muss ich vielleicht auf die andere Seite. Nicht hier die Hotelseite, sondern drüben. Komme ich auch nicht hier. Okay, komme ich auch hier. Jetzt. Na? Hallo? Ja? Die Leute haben erzählt, dass es hier in der Nähe eine richtig gute Stelle gibt. Da könnten wir ein paar Fotos machen. Yay, Foto machen. Na, wenn es eine Empfehlung war, sollten wir hingehen. Was wäre eine Reise ohne Fotos? Also los! Heute schlage ich richtig zu. Da, wie soll ich denn da hinkommen? Habt ihr einen Arsch offen? Gehst du mal weg, Alter? Na dann, was sollen wir heute essen? Wir sind nirgendwo im Schaufenster. So viele Leute hier. So viele, ja, drei Leute. Ich wäre auch gerne einfach nur als Tourist hergekommen. Soll ich denn da hinkommen? Wir brauchen noch ein Zimmer für heute. Was ist das? Das sind nirgendwo Schaufenster, das ist doch... Hallo! Wohin soll's denn gehen? Ich will irgendwie darüber. Da.
Arsch der Welt. Das heißt am Arsch der Welt. Das nicht, aber es ist abgelegen. Da ist ja nichts, wie ich da irgendwie rüberkommen könnte. Du kannst ja mit den Gondeln nur zu einer bestimmten Position fahren. Aber nicht mal eben so dahin. Nicht schwimmen? Wo gehen wir jetzt denn? Hä? Können wir einfach eine Gondel klauen? Da stehen überall Gondeln rum, ey. Muss ich gar nicht. Was war denn das? So ging das. Hört sich an wie so ein Nachrichtenteam, Alter. So, yeah. Action News. Wir sind alle so schick angezogen und wir tragen nur ödes Schwarz. Hey, wie redest du über unsere exklusiven luzischen Kampfuniformen? Es ist wirklich interessant, Kulturen kennenzulernen. Nockt, sehen wir uns das mal an. Was denn? Was brauche ich denn? Was denn? Das hab ich doch schon angeguckt. Wie wär's mit einer Gondelfahrt? Das hab ich doch schon angeguckt. Ich will eine Gondelfahrt machen. So. Wie zum Geier soll ich da rüberkommen? Ist das vielleicht das? Ich guck mal. Das wuppt mich jetzt. So. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich bin da. Okay. Lasst uns hier ein Foto machen. Genau. Gute Wahl. Also los geht's. Ich stehe irgendwie im Weg, glaube ich. Achtung, Aufnahme! Es ist so geil. Oh, großartig! Komm, geh weg. Yeah, angeln. So motiviert sieht man dich selten. So, Moment. Wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das? Ausrüstung, oder? Oder? Aber wo war denn das? Scheißendreck. Fotos. Filter. Hä? So. Manchmal. So, dass wir von allem etwas haben. Filter. Finde ich aber cool. So. Album. Das war das erste. Und das ist das letzte. Wird schon 71. Oh, von 150. So langsam gibt mir der Speicher aus. Also Speicher im Sinne von
viele, wie ich machen darf an Fotos. Hallo. Wohin soll's denn gehen? Nach Hause. Hotel. Gut. Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen! Oh. So. So, wir wollen jetzt zu unserem Ziel, weil wir das andere ja nicht finden. Wir sind jetzt kaputt. Aufgaben. Zack. So. Wo war das? Da hinten. Okay, müssen wir erstmal hinlatschen. Latsch, hinlatsch. Hi, was geht ab? Dim, dim. So. Bah. Sorry. Jetzt geht's. Weiter, weiter, weiter. Oh, dieses Gelatsche. Nein, du kannst hier nicht rennen, ja. Das ist das Blöde. In Städten und so. Also in Lando. Ganz in der Nähe soll's eine tolle Fotolocation geben. Schon wieder? Dann nichts wie hin. Ja, gehen wir. Ganz in der Nähe. Ist klar, Alter. Ah, tut gut, mal nicht töten zu müssen. Weißt du, ganz in der Nähe. Natürlich, ist ja voll in der Nähe. Wir sind erst mal 3 Kilometer latschen, bis wir angekommen sind. Ha. Wer baut denn sowas? So. Sagen. Wodka, lang nichts mehr von dir gehört. Mai. Kein Problem, ich bin genau auf dem Punkt, aber hier ist nichts. Hä? Meine Wodka-Kartoffel. Och Mensch, ist das lange her. Nicht, dass das da oben ist. Ist da oben. Wie soll ich... Och, ihr habt doch alle den Arsch offen, ey. Wie soll ich nach hochkommen? Wollt ihr mich verkackern? Nein, hier ist alles so verwinkelt. Ihr wisst ja nicht, wo hinten und vorne ist. Ich glaube, wir haben einen Kreis, ne? Was sein? Geht's denn hier hoch? Wenn jetzt einer schreibt, jetzt rechts und jetzt links, den hau ich aufs Maul. Ja, das bringt mir nicht gar nichts. Können wir das nicht treffen? Ist das heiß? Ja. Brauchst du schlagende Argumente? Dann schau dich um. Du hast aber nichts, was ich mir leisten kann. Weil du weißt ja, wo du mich finden kannst. Ja, ich habe mich wieder leer gekauft. So, hier geht's hoch. Alter, was? Ja gut, Abi. Okay, nachvollziehbar. Ich meine nur generell, so ist schon lang her. So. Ich hab das Gefühl, dass
glaube, ich bin richtig. Ja, ich bin richtig. Foto machen. Lasst uns hier ein Foto machen. Sag ich doch. Gute Wahl. Also los geht's. Und das ist das erste Mal, dass ich auf drei Plattformen gleichzeitig streame. Nur mal so nebenbei. Achtung, Aufnahme! Der Spülmaschinenreiniger. What? Also, das ist ein cooles Bild. Das werde ich mal wieder speichern. 72. Großartig! So, wir müssen jetzt darüber. Also wenn das jetzt Assassin's Creed wäre, ja, würde ich hier auf das Dach hüpfen, darüber und dann flutsch darüber, wäre ich da. Aber da das kein Assassin's Creed ist, muss ich laufen. Ja, Assassin's Creed wäre es einfacher, ne? Nein, ja nur. Ach ja. Spielmaschine. Kommst du denn auf dieses Wort? Und wie kann man mich denn mit einem Spülmaschinenreiniger vergleichen? Ich bin gerade verwirrt. Ich kann mir gerade nicht mit, Alter. Oh Mann. Ich glaube, ich bin da, oder? Vorsicht. Absorbieren. Achso. Hier los. Ist überall Zeug. Feuer, Eis und das andere. Was ist denn jetzt hier? Irgendwie. Vielleicht der Hund? Bist du denn? Mona Lisa, nur hübsch. Ist es schon Abend? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Twitch, YouTube und Hitbox. Über WeStream. Funktioniert auch ganz gut soweit. Und ja. Jo. Ach, leck dich mir am Arsch, du. So. Ach. Danach kann ich nicht mehr in die Stadt zurück. Das ist natürlich doof, weil hier ist eine Quest. Eine einzige. Die ich aber nicht finde. Ich soll hier irgendwo im Schaufenster soll hier das Kleid sein von meiner Angetrauten. Aber ich finde hier nirgendwo ein Schaufenster. Es soll irgendwo hier in der Stadt sein. Das ist nämlich eine Nebenquest. Wunderschön. Die würde ich aber schon gerne machen wollen. Aber sicher, Schatz. Und ich. Ich glaube, ich hab's gerade gefunden. Wie geil ist das denn? Das Kleid ist ein Meisterwerk. Wie geil ist das denn jetzt durch Zufall gefunden? Aus. Bei dem Anblick wird einem richtig schön warm ums Herz. Stimmt. Das nenne ich mal cool. Ja. So einfach so. Sehen sich nach Frieden. Und die Hochzeit war ein Symbol dafür. Wir sollten unseren Job hier machen und die Feier dann schleunigst nachholen. Gute Idee. Ich denke drüber nach. Versprochen. Wie geil ist das? Gehen wir was Leckeres essen. Alter. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet, dass ich das Ding doch finde. Hey, willst du dir das mal ansehen? Was denn? Wie
wie das wohl schmeckt? Luftig und rum. What the fuck? Alter. Also, nee. Also, nein. So, jetzt haben wir das aber geschafft. Zack. Alter. Geht es nicht eigentlich? Ich muss ja auf die Uhr gucken. Ja. Ja, so in 10 Minuten ist dann doch Feierabend. Danke, leider, dass ihr gekommen seid. Maximal. Keine Ursache. Kommen wir gleich zum Punkt. Doktor. Sind Sie mit Westcam liiert? Ich wüsste nicht, was das zur Sache tut. Ich habe euch nicht zum Plaudern gerufen. Momentan weiß ich lediglich, dass ihr der neue König von Luzis seid. Sie erwähnten, dass Luna in ihrer Gewalt ist. Treffen mit Luna. Ja, genau. Das wollen wir nur. Ich will sie sehen. Nicht so schnell. Erst müssen wir beide miteinander reden. Vielleicht könnt ihr mir ja Klarheit verschaffen. Was verspricht sich die Kanagi von der Anrufung? Wahrheit anschneiden. Ja genau, besser ist das. Sie will Leviathans Rat einholen. So, so. Und dafür reißt sie eine Göttin aus dem Schlaf? Leviathan wird kaum Lust haben, einfach so nach unserer Pfeife zu tanzen. Ich muss vor allem für die Sicherheit von Altissia sorgen. Deshalb würde ich gerne zunächst von euch wissen, was bei Titans Anrufung geschah. Ach komm. Er hat seine Kraft auf mich übertragen. Also genau wie es die Legenden berichten. Niflheim fürchtet dies und hat seine ganze Armee in Bewegung gesetzt. Uns steht also bald schon Ärger ins Haus. Die Zeichen stehen auf Krieg. Doch Krieg kann ich hier nicht gebrauchen. Weder von Göttern noch vom Imperium. Zerstörung der Stadt. Ein Kampf in der Stadt wäre tatsächlich verheerend. Evakuierungspläne sind bereits in Arbeit. Würdest Prinzessin werden, ja? Wir reden hier von Prinzessin. Ja, weiblich. Und dafür brauchen sie uns. Ihr habt es erfasst. Du bist aber schon männlich, oder? Aber lasst mich doch bitte der Reihe nach erklären. Ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Helft mir, mein Volk zu schützen. Und ich werde die Zeremonie dulden. So, wie über die Stadt aus. Evakuieren? Aber was wird aus der Stadt? Euer Mitgefühl sei euch gedankt. Doch Häuser lassen sich wieder aufbauen. Schützt die Bewohner Altissias. Mehr verlange ich nicht von euch. Und eines noch. Nach dem Ritus sind mir die Hände gebunden. Ihr seid dann auf euch alleine gestellt. Wir sollen uns also für sie um das Imperium kümmern. Das trifft es im Kern. Um ehrlich zu sein, unsere Armee wäre mit der Situation restlos überfordert. So lautet mein Angebot. Schützt mein Volk, bekämpft das Imperium. Sind wir uns in diesen Punkten einig?
beten. Unverbindlich bleiben. Ich biete ein Bündnis an, komm. Ja, wir werden für Sie kämpfen. Ist das so? Wunderbar. Ja, ich verspreche, dass die Kanagi vorerst sicher ist. Und nur für den Fall der Fälle, sollte mein Volk in Gefahr sein, werde ich weder auf Kanagi noch Könige Rücksicht nehmen. So. Moin. Verstanden. Sie tun Ihre Pflicht, ich tue meine. Ihr ähnelt eurem Vater. Nahkampf. Okay. Hä? Wie meinen Sie das? Schwer zu sagen, ob ihr dumm seid oder euch nur so stellt. Pardon, es ist soweit. Zum Schluss gezwungen, dass du drei Männer. Die Wahl liegt bei euch. Das Imperium überlässt nichts dem Zufall. Die Niflheimer Flotte nähert sich Peaks mit vier Harpunierern. Ihr stimmt mich recht zuversichtlich. Auch wir werden unser Bestes geben. Oh Mann, ey. Ja. Die Verhandlungen wurden mit gutem Ergebnis abgeschlossen. Mann, bin ich gut. Gedenkmünzen. 3 Stück. Und jetzt? Das Gipfeltreffen. Jupp. Hallo? Ich werde tun, was ich tun kann. Gut. Deine Offenheit sei dir jedenfalls gedankt. Was soll ich sagen? Auch ich habe Mitgefühl hin und wieder. Der Verlust von Regis, der Verlust des Kristalls. Seit dem Tod der letzten Kanagi hat sich viel verändert. Das Imperium hat in den letzten 10 Jahren über die Stränge geschlagen. Okay. Der Tag des Ritus. Wir fahren und gleich schlecht. Während des Ritus muss die imperiale Armee von jemandem in Schach gehalten werden. Ja, sonst wird's nichts mit den göttlichen Kräften. Uns dreien hat man aber den Schutz der Zivilisten aufgetragen. Ja, aber vielleicht. Komische Gondel, die fährt sozusagen automatisch. Er sieht so ein elektrisches Teil da, so ein Hebel. Und zwar was? Damit lenkt er. Spring rauf zu den Schiffen und schlag ihre Anker ab. Diese Harpunendinger meinst du? 2 Schiffe weniger sollten reichen. Dann können sie die Göttin sicher nicht mehr zügeln. Guter Plan. Aber geh mit Bedacht vor. Wenn die Segnung misslingt, war alles umsonst. Handle den Umständen entsprechend. Zurückhauen. Nein. Verstanden. Die soll weitermachen. Oh Mann. Die Kamera ist gerade irgendwie bescheiden. So, wir sind da. Ich verstehe. Oh, schon wieder ein Ladescreen. Ich gehe krachen, ey. Alter. Frauen soll man nicht hauen, ja? Hab ich immer gehört. Droht ihr damit den Dreizack im Meer zu versuchen. Ja, was es für eine Frau ist. Aber dann egal. Können sie nicht anders, als euch zuzuhören. Doch ihr wird gut bewacht. Besser noch als ihr selbst, werte Kanagi. Verstanden. Dann werde ich ihn am Altar entgegennehmen. Gut. Denkt daran, dass euch eine imperiale Eskorte begleitet. Ja. Betrachtet sie doch einfach als notwendiges Übel, um den Pakt zu schließen. Ich danke euch. Nach der Zeremonie steht es euch frei zu gehen. Aber wir werden euch nicht mehr schützen. Selbstverständlich. Ihr solltet jetzt gehen.
Die Menge erwartet euch. Oh. Alter! Wir laden Screen. Es geht. Ja, gleich Ende. Also, sobald ich wieder ins Gameplay übergehe, ist bei mir Feierabend, weil dann habe ich meine anderthalb Stunden durch. Das reicht für heute. Vielleicht mache ich morgen wieder was. Aber ansonsten. Nicht. Bist du schon angekommen? Ja. Geh nicht hier ab. Ihr auch. Natürlich. Alter. Also jetzt wäre praktisch für mich Ende. Oh Mann, so viele Leute. Dass so viele kommen. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich hier irgendwie durchquetschen. Oder auch nicht. Ah, Moment. Kommt noch was. Da kommt noch was. Hört mich an. Ich hoffe innigst, dass meine Worte die Herzen jedes einzelnen Menschen auf ganz Eos erreichen. Die Welt ist dabei, ihr Licht zu verlieren. Wenn wir nichts tun, werden wir bald vollständig von der Finsternis verschlungen. Es ist die Finsternis, die Trauer und Zwietracht in uns sät. Denkt an die Tragödie von Lucis. Denkt an die vielen Opfer, die der gescheiterte Frieden gefordert hat. An jenem schrecklichen Tage. Luna. Doch, bitte, fürchtet euch nicht. Denn die Götter sind stets an unserer Seite. Sie bannen das Dunkel, lassen die Sterne in Herrlichkeit strahlen. Sie schützen die Welt. Und sie werden auch uns schützen. Hier, ne? Heute werde ich hier in Altissia die Göttin erwecken. Leviathan, die Herrin der Wogen, muss uns ihre Kraft schenken. Deshalb bin ich hier. Bitte gewährt mir, den Ritus durchzuführen. Fürchtet euch nicht. Denn ich verspreche euch, wir werden die Dunkelheit vertreiben und der Welt ihr Licht zurückgeben. Vertraut eurer Kanagi und euren Göttern! Ich danke euch. Auf da rein. Ja, ihr könnt ruhig gehen. Also ich mache eh gleich Feierabend. Wenn hier die Sequenz zu Ende ist, dann mache ich Bumm. Was wahrscheinlich jetzt der Fall sein wird. Geht mal stark von aus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ja, es wird der Fall sein. Klingelt nur noch kurz das Handy. Nacht. Das Imperium ist hier. Ja, das sehe ich. Ich sehe es. Irgendwo rauf, von wo du Schiffe erreichst. Sie sollten schon bald im Hafen sein. Okay, kümmert euch um den Rest. Klar, wird erledigt. Jetzt geht's also los. Ja. Hier dann an der Stelle Feierabend. Ich werde dann noch abspeichern und dann. Ja. Ich mache immer eine Sicherheitskopie. Sicher ist sicher. Freundin von Wodki, Wodka, Wodka-Kartoffel, keine Ahnung. Ich sage auch mal Tschüss. Und, ja. Reingehauen.